Parkinson. Wer von dieser neurodegenerativen Erkrankung betroffen ist, sollte besonders darauf achten, von Beginn an optimal medizinisch versorgt zu werden. Nur so ist es möglich, Krankheitssymptome wie Zittern und Steifheit effektiv zu behandeln. In frühen Stadien besteht die Standardtherapie der Erkrankung darin, Medikamente einzunehmen, die im Körper den unzureichend gebildeten Botenstoff Dopamin ergänzen und ersetzen. Sie ermöglichen es, die Reizübertragung im betroffenen Hirnareal aufrechtzuerhalten und die typischen Symptome wie Verlangsamung, Zittern und Ungeschicklichkeit effektiv zu unterdrücken. Doch typischerweise häufen sich bei vielen Patienten im Laufe der Jahre wieder Situationen, in denen störende Krankheitssymptome auftreten. Ursache hierfür ist das Voranschreiten der Parkinson-Krankheit und oft ein schwankender Wirkstoffspiegel der Medikamente im Körper. Was viele Patienten nicht wissen, die Medizin bietet inzwischen verschiedene bewährte Lösungen an, auch in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung unangenehme Schwankungen der Beweglichkeit zu minimieren und damit ein Maximum an Lebensqualität zu erhalten. So kann das Medikament L-Dopa auch als Gel konstant über eine Medikamentenpumpe per Sonde direkt in den Darm eingeführt werden. Dieses Verfahren stellt sicher, dass der Wirkstoffspiegel im Körper dauerhaft gleich bleibt und nicht von der bei der Parkinson-Krankheit gestörten Magenentleerung abhängt. Einmal gelegt, verursacht der Schlauch keine Schmerzen. Regelmäßige Kontrollen durch speziell geschultes Personal garantieren, dass das System einwandfrei funktioniert und sauber bleibt. Für die Patienten bedeutet diese Therapie oft eine Erleichterung, denn nun müssen sie sich nicht mehr selbst um die regelmäßige Medikamenteneinnahme kümmern und können flexibler ihren Alltag gestalten. Ich habe am Anfang gedacht, das stört dich doch gewaltig. Das stört am Anfang ein bisschen. Wenn das bist gewöhnt bist, das stört dich überhaupt nicht. Da bist du dann wieder wie neu geboren. Dann kannst du dich bewegen, alles, und kannst auch gehen, ohne zu fallen. Und da, seither bin ich sehr zufrieden damit. Das ist wirklich eine gute Sache. Doch nicht immer ist eine Darmsonde die beste Lösung. So profitieren manche Parkinson-Patienten besser von einer Therapie mit dem Wirkstoff Apomorphin. Dieses Medikament wirkt jedoch nur, wenn es unter die Haut gespritzt wird. Weil seine Wirkung innerhalb weniger Minuten eintritt, aber nur rund eine Stunde anhält, bietet auch hier eine Medikamentenpumpe viele Vorteile. Im Unterschied zur Darmsonde sind die Patienten oder Betreuer dabei aufgefordert, den Zugang jeden Tag selbst zu setzen. Das ist schmerzfrei, nicht kompliziert und wird schnell zur Routine. Einmal angeschlossen, arbeitet die Pumpe vollkommen selbstständig und sorgt für einen konstanten Wirkstoffspiegel. Nachts sollte sie aber entfernt werden, dann gewährleistet wie gewohnt eine Tablette, dass keine Probleme auftreten. Ich habe die Pumpe angelegt zum ersten Mal und das Zittern war weg. Ich war nicht mehr steif. Das war Zauberei, wirklich Magie. Das piekt nicht mal, das ist wirklich ganz ohne Schmerz. Also ich würde sagen, sofort tun. Sofort die Pumpe nehmen, weil die Verbesserung ist so eindeutig. Ich verbringe meinen Tag und merke nicht, dass ich Parkinson habe. Führt die Parkinson-Erkrankung zu motorischen Fluktuationen oder spricht ein Zittern gar nicht auf Medikamente an, kann in diesen Fällen die tiefe Hirnstimulation helfen. Dabei werden Elektroden in die betroffene Hirnregion eingepflanzt, um die Signalübertragung zwischen den Zellen zu regulieren. Dadurch kann die Medikamenteneinnahme in der Regel um die Hälfte reduziert werden und die Nervenzellen arbeiten wieder besser. Einmal eingesetzt, funktioniert der Hirnschrittmacher vollkommen autonom und der Patient kommt alle 6 Monate zur Routinekontrolle in die Sprechstunde. Dort prüft ein Facharzt über eine Art Fernbedienung, ob das System noch richtig eingestellt ist und passt es bei Bedarf an. Weltweit wurden bereits mehr als 200.000 Menschen mit dieser Technik behandelt. Was wichtig ist bei dieser Operation, ist, dass man vorher testen kann, welcher Patient oder Patientin sehr gut ansprechen wird.
Das ist ein sogenannter Prolopa- oder L-Dopa-Test, der unter stationären Bedingungen gemacht wird. Dann kann man sehr genau sagen, welcher Patient sich eignet, welcher nicht und auch welche Symptome vermutlich in welchem Grad durch die Operation sich bessern werden und welche nicht. Für viele Patienten beginnt mit dem Hirnschrittmacher eine neue Phase ihres Lebens. Plötzlich können sie wieder Dinge tun, die vorher unmöglich waren. Nicht nur, dass sie wieder einen normalen Alltag haben, manchmal ist die Besserung sogar Ansporn für neue Höchstleistungen. Avant, comme on l'a vu sur le film vidéo, j'alternais des moments de hyperdyskinésie à des moments de blocage complet, ce qui est très difficile à vivre. Maintenant, après l'opération, j'ai la possibilité de reconduire, de faire un tas de choses que j'avais pu faire avant. J'ai même pu courir un petit marathon, donc c'est quelque chose, 10 km, c'était fantastique pour moi. Von all diesen Behandlungsmöglichkeiten profitieren Patienten am meisten, wenn sie auf frühe Warnzeichen achten und sich rechtzeitig beraten lassen. Tritt eines der vier folgenden Warnzeichen auf, sollten andere Therapieoptionen mit dem behandelnden Neurologen besprochen werden. Erstens, der Patient benötigt mehr als viermal täglich seine Tabletten. Zweitens, Off-Phasen, in denen die Medikamente keine ausreichende Wirkung zeigen, dauern länger als 2 Stunden pro Tag. Drittens, Unruhebewegungen zu Zeiten des höchsten Medikamentenspiegels dauern länger als 1 Stunde täglich. Viertens, Schwankungen der Beweglichkeit verstärken sich und schränken die Lebensqualität ein. Jüngere, berufstätige Menschen sollten hier früher aktiv werden als ältere Menschen. Zudem können Patienten auch selbst dazu beitragen, ein Maximum an Lebensqualität zu erhalten. Eine zentrale Rolle spielen dabei Physio-, Ergo- und Sprachtherapie. Wichtig ist, dass die Übungen von Experten speziell auf die Bedürfnisse von Parkinson-Patienten abgestimmt sind. Dabei hilft auch ParkinsonNet Luxemburg. So sorgen Patienten, Ärzte und Therapeuten in Luxemburg Hand in Hand dafür, dass der Alltag auch mit Parkinson aktiv und selbstbestimmt bleibt. Wir haben ein breites Netzwerk an Experten zusammengebracht, das gerne zur Verfügung steht, Ihre Fragen zu beantworten. Nutzen Sie diese Gelegenheit, sich rechtzeitig zu informieren, damit wir die Lebensqualität in allen Krankheitsstadien erhalten können.